Fließe, fließe, lieber Strom, lieber Fluss. Niemals werde ich froh. So verrauschte Scherz und Kuss und die Treue so. Ich besaß es doch einmal, was so köstlich ist. Dass es doch zu meiner Qual nimmer es vergisst. Aber kannst du das auch? Ja, das ist, denk ich, ein Gedicht, das kann, denk ich, jeder. Aber, das ist nur ein Gedicht. Aber sag mal. Weißt du, das kannst du heute nicht mehr bringen, einfach nur so ein Gedicht. Aber das wäre doch jetzt schön gewesen. Das also muss man ein bisschen aufpeppen, weißt du? Kannst du Pimp My Poem? Wer? Pimp My Poem, kannst du? Das ist Englisch, heisst Pimp My Poem. Hey, das gibt eine richtig heiße Nummer, weißt du? Okay. Und du mit drin. Okay. Ja, wie in Zürich, den Berg verbrennen, einfach ohne Rösser. Ja. Ja, das wird richtig cool. Aber... Nein, das ist im Fall der Hammer und es geht nur um dich. Okay. Und der Dörte? Ja, aber der ist ja schon gestorben. Und wo bist denn du bei dem Ganzen? Ich bin nachher dann ein bisschen aussen dran. Ah. Ja, man muss nicht immer das ganze Duo... opfern. Sag mal, und warum genau muss ich jetzt das machen? Ja, du hast ja gesagt, du willst ein Gedicht aufsagen. Ja, schon. Am Schluss. Ein Gedicht schon, aber schau, was ist jetzt das noch? Das ist eben das Herzstück von der ganzen Geschichte. Nein, das ist ein super Teil, das ist ein DDR-Zünder. Ein echter. Ein wer? Ein DDR-Zünder. Ein ja. DDR-Zünder? Ja, den haben sie gebraucht im Zweiten Weltkrieg. Also dort hat es doch DDR noch gar nicht gegeben. Eben, darum ist jetzt der bei uns. Und ist das sicher? Ja, das ist ganz sicher. Das ist ganz sicher, dass das den Leuten gefällt. Ja. Nein, ich meine, das braucht auch Mut. Das sieht jetzt jeder, oder? Aber das ist doch gefährlich. Ja, das ist richtig gefährlich. Nein, ich bin froh, machst das du. Ja. Aber weißt du, das wäre. Aber es sieht auch gefährlich aus. Nein, jetzt begreifst doch, es ist gefährlich. Ja. Gefährlich ist gut. Kennst du den Uli Steck? Wer? Der Uli Steck, der ist senkrecht Eiger Nordwand drauf. Weißt du, wie gefährlich? Ja. Wenn der nur gerade ausgelaufen wäre, das hätte jetzt niemand interessiert. Ja. Nein, gefährlich ist eben gut und es kann nicht passieren, weil wir machen es ja nicht im Publikum rein. Nein. Wir machen es weit weg von den Leuten. Ja, wir machen es hier bei mir. Ja, also auf dir. Was? Auf meinem Kopf? Nein, nicht. Also mal. Also schon, aber auf dem Schutzhelm. Schutz gehört Schutz. Schutzhelm. Schutz, das kann nicht passieren. Und sicher nein, und falls uns tatsächlich etwas passiert, ist ja nicht schlimm, weil dann kann ich weitermachen. Aber, ui. Was ist? Ich habe etwas vergessen. Was kannst du schnell heben? Ja, okay. Darf ich da drauf drücken? Nein, also mal doch, es ist noch nicht scharf. Aber du kommst wieder? Ja. Was ist jetzt mit, was ist mit dem Ballon? Das ist, damit man dich findet nachher. Ja. Was? Wenn hier? Was? Wenn doch her? Ja, willst du lieber, dass man dich nicht findet, dann nehmen wir ihn wieder weg. Nein, ist schon gut. Okay. Weißt du, die Chance, dass wir dich nachher suchen müssen mit Ballon, ist extrem klein. Ja. Das ist, wenn du einen Schirm dabei hast, regnet es ja auch nie. Aber was genau passiert denn eigentlich? Das weiss ich jetzt auch nicht im Detail, hallo? Ja, ich habe das auch noch nie gemacht. Ein bisschen Überraschung muss schon sein, oder? Ich meine, die haben auch Mut da oben, so ein Spektakel zu laufen, oder? Aber sag mal, weißt du was? Jetzt ganz ruhig. Ja, okay. Es geht los, okay? Ja. Ui. Was ist? Ich habe etwas vergessen. Kannst du noch mal schnell heben? Okay. Ja. Da kann nichts passieren. Nein, nicht alle. Jetzt ist es scharf. Ja. Was ist jetzt das noch? Das ist ein Solo-Wheel. Ein was? Ein Solo-Wheel. Das ist Englisch, heisst Solo-Wheel. Das ist ein Rad, da stehst du drauf und dann fahrt's. Wohin? Weg. Schau mal da. Und wie funktioniert das? Das ist wie ein Velo, kannst du dir vorstellen. Es ist eigentlich eine Art ein Velo. Okay. Es fährt mit Strom und hat einfach keinen Lenker. Und auch keinen Sattel und sowieso ein Rad weniger. Und wie bremst man? Das musst du dich nicht kümmern, das macht es dann von allein. Okay. Bist du bereit? Also, gut. Helm ab. Gut, ich fahre. Mhm. Okay, ich bring noch schnell den Stuhl weg. Okay, es fährt. Ja. Okay, und wann mache ich mein Gedicht? Jetzt am besten. Okay. Von okay. Goethe an den Mond. Jawohl. Füllest wie der Busch und Tal. Technik, Musik ab. Mit Nebelglanz. Lösest endlich auch einmal. Gut. Meine Seele ganz. Nochmal. Reitest über meine Welt. Lindert dein Licht. Wie des Freundes Augen. Licht ab. Über meine Stimme. Diese Fliege. Okay, auf den Glück. Bravo. 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 Bravo
Kurs aus dem Kessel! Okay. Hey, Hammer-Team! Aber lass mal. Wow! Ciao!